Moin, herzlich willkommen zu weiterer Folge des Sonnenschapeller zu einem Bücher. Entspann dich mal. Es regnet, okay. Nein, ich möchte nicht schlafen. Schlafen wir noch einen Tag hier. Oh. The sun is shining. Aua. So, jetzt mir mal, oder? Auf. Attacke. Mit die Kacke. Jetzt fahr doch mal. Bremsen. Da konnte die Fastball ja endlich mal zum Einsatz. Ey. Super. Hey. Mega. Stimmt ja, die war ja noch gar nicht im Einsatz. Nee, aua. Hey, bei mir wieder eine Patrick war Apple. Hey. Was? Ah ne, okay. Hey, meine Palette Salat. Hey. Gut, Salatbrika ist dreifacher als Apple. Also. Ich glaube, wir lassen es einfach so weiterlaufen mit den drei Dingern. Gut ist. Aber es leckt. Ah. Oh, schwingt ja ein Schwanz daraus. Ja, warte, ich fahr zurück. So. Das wäre ganz nett von dir. Echt? Ich wollte eigentlich da stehen bleiben. Oh. Das ist eigentlich unser. Ja. Hier am Feld ist noch nicht wieder reif. Hä, ja, keine Ahnung, deswegen warte ich auch die ganze Zeit ruhig. Die Hühner haben nur halbes Futter. Jetzt hätte ich da eigentlich einen Haufen Gras. Der war vom Mähen da. Egal. Egal! Kann man das eigentlich auch schon mähen hier? Ich soll mal probieren, ob man das schon mähen kann. Ich glaube, eigentlich schon. Da steht ja nichts. Wir verkosten eigentlich Traumverarbeitungsding da. Bis 80.000. 80? Na ja, gut, bis dahin haben wir das Geld vielleicht. Also, wir haben das Geld schon, aber. Müssen wir erst kaufen. Also. Das reicht noch, wenn wir da rum haben. Solange ist das Mähwerk höher als jetzt. Oh Gott, ne. Was? Das ist falsch. Ja, 80.000. Ah, fuck. Was machst denn du? Frag nicht. Das tue ich aber. Tu nicht aber, frage. Wir legen Steine. Also mit Fassatz und dem ganzen Kram hat dieser GPS-Mod auf jeden Fall noch nicht. Bei dir nicht, nein. Nein, aber der erkennt es bei mir jetzt gar nicht, dass ich. Ja, gut, bei der Mehlwerk. Mehl steigt eigentlich gerade weg. Gar nichts. Irgendwie wächst es auch, wächst es nicht mehr so ums Feld. Ist kaputt, gell? Interessant. Mann. Da bei dem Schwader so drei Zinken mit einklappen jeweils links und rechts, tut er sich beim Ausmachen immer so weit drehen, dass die immer außen sind. Ah ja. Macht Sinn. Ich muss eh noch kurz warten, bis du mal eine Runde rum bist. Ja. Da hinten mischt gar nichts, kann das sein? Nee, da wächst ja auch nichts. Alter, gut.
komisch. Aber schon schön den Arsch hierher und dann. Jetzt fährt der da mitten durch. Ich werd nicht mehr. Keine Panik. Musst du mit leben können. Ich lebe auch gleich mit dir. Nee. Ich lebe schon lange mit dir. Danke. Also manche Sätze machen überhaupt keinen Sinn, oder? Nee. Erst denken, dann reden. Hilft oftmals viel weiter. Ja. Schafft dir vielleicht ganz schön viele Probleme, weil es. Ja, wahrscheinlich dich vor allem. Wenn ich so weiter schwitze, stehe ich lieber vor der Tür und dann. Ich hänge am Tor. Tja, kommt davon. Dämlichen Tor, wo überhaupt keinen Sinn macht. Aber okay, ich hänge am Tor. Oh mein Gott. Ich glaube, Gesangskarriere wird nichts mehr, oder? Naja, ich singe wenigstens immer, wenn ich Musik höre, mit. Wenn wir hier spielen. Gut, ich höre keine Musik mehr. Aber wenn ich so über diesen 17er damals, ich glaube, da hast du die Krise gekriegt, oder? Ja. Ich möchte halt Radio laufen gehabt und da habe ich wahrscheinlich mitgesungen. Egal. Jetzt mit der. Was? Mutter, helf mir. Ich würde hier gerne Bahnen fahren. Ich habe aber jeden so ein. Aber jeden so ein Honk hat hier da nicht ganz gemäht. Ich habe gehört, du willst vielleicht außen rumfahren. Ja, aber ich will nicht außen rumfahren, du Ding. Mach ich hier nur Kurven rein. Hey! Endlich kann ich arbeiten. Und er fährt mir den Streifen auch noch weg. Hey. Guck mal, wie akkurat gerade ich schwarz mal alle. Boah. Ui, ja. Ui. Hella. Bin ich gut. Das ohne GPS. Oh, wow. Boah, geil, Alter. Kann Schnecke. Vater. Schlimm, gell? Schlimm mit dem. Jetzt ist schon gerade. Ui. Ah, nein, nicht so ganz. Die ist nicht ganz so gerade. Wenn du so gerade schwartest, wie du Gebäude hinsetzt, kann es nicht gerade sein. Ja, also, ja, es gibt da keinen Rastermodus mehr, was würde ich sagen. Ich habe nicht ganz drauf geachtet. Eigentlich stelle ich die Gebäude schon ziemlich gerade hin. Aber da der Berg halt schief war, stehen sie nicht so ganz gerade. Ja, gib dem Berg die Schuld. Der Berg ist ja auch mal. Bei uns scheint die Sonne, aber gleichzeitig ist auch der Himmel schwarz irgendwie. Was? Die Wolken sind grau, nicht schwarz. Ach, mal bei dir jetzt. Ja. Ach so. Ey, es ist nicht, ich hab Rollen unten. Weil, als wir angefangen haben zu spielen, schien mir die Sonne voll kann auf dem Monitor. Daher hab ich Rolladen so ziemlich runter gemacht. Und die Bläser ist komplett zugemacht, damit ich was sehe. So, deswegen sehe ich nichts mehr draußen. Ja, dann hol mal die Presse. Damit ich keine Fotos machen kann. Wie schön wir das machen. Oder haben wir noch irgendwo eine Fläche zum Mähen? Nee, wo denn? Gibt's eine Mission? Nee, beim Hof habe ich letztens erst gemäht.
Ja, da sind Ständer vielleicht gewechselt. Ja, daher sind die Ballen noch hier. Ja gut, aber da kannst du trotzdem ein Stück kannst du immer noch mähen. Ja, super, aber es ist ja nichts gewachsen, das ist ja das Problem. Das ist richtig. Warum auch immer. Ich würde es ausgehen, glaub, dass morgen am nächsten Tag gewachsen ist. Ah, warte mal, wie weit ist denn, Ja. Wie weit ist denn Feld 12? 12? Achso, oder weit, glaube ich. Oder? Ich hab gar nicht dran gedacht jetzt. Ist noch nicht geworden. Das dauert noch ein bisschen. Obwohl höchstens, aber nee. Brauchen wir jetzt auch nicht anfangen, außen rummähen. Ach nee, das macht gut. Bevor es nicht komplett reif ist. Jetzt haben wir 15er immer gemacht. Nee, 17er war es damals. 17er auf der Birnholm. Weißt du, wenn die meine Felder hatte, weil man da das mähen konnte damals. Wo wir im Häcksler immer hin und her gefahren. Stimmt, sind. Ja. Schöner Feldrand entlang. Alles genommen, was da war. Auch wenn es nur so ein Furz war, alles gemäht. Alles gemäht. Mit dem Häcksler. So. Egal was. Entweder. Ich glaube aber, wir hatten eh nur immer den Stärkchen. Den Aufsatz, der direkt schneidet, oder? Und haben wir das vorher immer noch erst geschwallen und dann erst aufgesammelt. Wir hatten das direkt beim Häcksler gemacht. Weil diesen Pickup haben wir noch nie genutzt. Weil der Pickup ist halt immer blöd, weil halt du keinen Helfer einstellen kannst, also musst du damit überspielen mit dem Pickup-Ding. Und das nutzt halt immer das überhaupt nicht. Find ich. Kannst du entweder Klei häckseln oder tust du halt am Pressenkram oder so? Naja, lohnt sich nicht, auch wenn du jetzt das Stroh häckseln willst. Was bringt dir Stroh häckseln? Was? Kommt das Stroh raus oder kommt der Häcksel gut raus? Ich glaube, Häcksel gut, denke ich mal. Ich gut, keine das Ahnung. Ist, das ist die einzige Sache, das kann sich von mir aus lohnen. Du kannst aber nur Graspicker aufnehmen. Geht es inzwischen nur mit Gas? Du kannst schon nur Gras aufnehmen. Deswegen lohnt sich das halt, weil du kannst einen Ladewagen sammeln. Fertig. Ach, brauchst keinen teuren Häcksler und Grab einfach. Ich mach das vielleicht hast du ja einen Häcksler und keinen Ladewagen, weißt du es? Dann macht sich vorher Gedanken, was für Maschinen man kauft. Ja. Also ein Ladewagen ist einiges riskiger als ein Häcksler. Ich guck einen YouTuber, der hat auch nur Häcksler und hat keinen Ladewagen. Ja, mein Gott. Dann macht er wahrscheinlich Mais. Ne, er auch. Aber der hat auch so viel Grünland. Das ist schön, aber wenn ich so viel Häcksler hab, dann nehme ich mir Kleid, das Mehlschneidwerk vorne dran, dann tue ich einfach so Häcksler. Ja. Und tue nicht noch Mähen und Schwaden und dann das. Weil Häcksler. Hier ist es ja scheißegal, aber du musst überlegen. Überall anders musst du ja halt aber auch auf die Ding gucken, auf die Feuchtigkeit vom Gras im Real Life. Ja, deswegen, letztes ist es eine andere Sache, da lohnt sich das halt nicht, so ein Pickup zu nehmen. Digga, lohnt sich halt nicht. Ich wollte es im 19er damals machen auf der Felsbrunnen, aber ohne Helfer ging es halt nicht. Die hatte, glaube ich, keinen Bock. Mir zu helfen. Also. Mein Häcksler hatte ich damals wegen Mais und wegen was ich gemacht habe. Aber ist auch egal. Du bist schon beim Pressen. Hey. Fast bin ich mein Einsatz. Hey. Na gut, schönen Tag noch. Guck mal, wunderschön gerade die Schwarzen. Ui. Da steht ein Reh mit auf der Straße. Ich bin gegen den Zaun gefahren, weil der Zaun hinter dem Baum versteckt war. Blöd gelaufen. Ach, warte mal, kann ich da eigentlich schon andere Größen einstellen? Ja. Nein. Geht bei der nicht. So ein Scheiß kommen wir. Komm, einheitliche Größen. Das war bei der Glas genauso. Sicher? Keine ja, okay, Größen. Bei der ja. Glas. Da kam auch keine. Unterschiedlich kannst du auch nur die eine Größe.
5 km/h, wow. Was? Du Scheiße. Ey, die festen uns doch Sachen nix hier. Falsche Einfahrt, scheiß Dreck. Ja, stimmt, das war mit der Corona Ultima auch immer so. Ey gut, die ist sicher mit anders konzipiert. Wieso gibt's hier die eigentlich nicht mehr als Mod? Ich hab's 19 in der Moral, frag mich an. War da keiner Bock drauf zu machen? Was weiß ich. Bin ja auch mal gespannt, ob das Stote jetzt hier eigentlich bekommt. Mit den Pedals und so. Was mache ich hier? Tja, du so fuckst mich was. Ach komm, jetzt ist ein Trigger drin. So, ob die, ob das ganze Corona-Pack kommt, weiß ich ja nicht, weil die Presse ist ja eigentlich schon da drin. Weil ich glaube, die große Corona-Presse, wo hier drin ist, müsste ja von dem Pack sein, normalerweise. Die, wo du schon DLC kam, meinst du jetzt, oder was? Nein. Doch. Ach Gott. Was hab ich jetzt gehabt? Manches Update meine ich. Ja. Ja. Die, wo Marceliertank dran bauen kann. Als einzigste Presse. Jetzt ist die Presse. Ja gut, nur das halt dann dieser. Ist das Dreierpack schon mal noch? Ich weiß nicht, ob das die Presse ist. Keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal, aber die ganze Halle mit Struppettes Ding und Kram und die Bremers und Kram können ja wiederkommen. Bin ja allgemein mal gespannt, was das erste DLC jetzt einfach von Schauen. Also nächstes müsste es eigentlich mal endlich mal angekündigt werden. Hier bald. Winter ist bald rum. So langsam müsste das vielleicht mal irgendwie mal. Ja. Alter! Jetzt blinkt rückwärts fahren euch. Aber echt. Der Riesentor, der Sparta ist so klein. Bumm, fahr ich gegen. Bedenken, da muss man in der Presse rein. Nein, der Modus Tor macht dazu. Die Mehrwege sind auch heiß gelaufen, die kannst du noch ein bisschen abkühlen lassen, wenn das Tor offen ist. Die anderen Motoren sind auch offen. Ist gut genug, ja. Ah. Mal Ballen sammeln. Der Sammelwagen war eine gute Investition, gell? Ja. Muss schon immer die ganze Zeit rumfahren. Wenn ich dann anfang, denk, wo wir das erste Mal gemacht haben, hätte ich fast die Tastatur kaputt gekloppt. Weil ich immer fast ausgetickt bin. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Wo der einen Ballenspur das verschwunden ist. Hm? So. Sammeldienst ist da. Nein! Ich ging das Tor! Ey. Und dieses verkackte Tor dahin. Mein Gott. Hab ich schon fast fertig. Aber ist doch besser mit der Presse, oder? Gut, du hast noch nie gepresst, schon aber. Letztes Mal habe ich immer gepresst. Klar, vielleicht zwar langsam zum Teil, aber
Das brauche ich dann halt. Guck ich mal, ob die alle drauf gehen. Alter! Normalerweise denke ich schon. Wenn man sie alle nimmt, ja. Und der Knopf verfehlt. Obwohl. Ich habe jetzt 15 Ballen gemacht bis jetzt. War knapp. Bei 24 kann ich laden. So 5-6 Stück war schon drauf. Dann wird es nix. Bisschen eng. Ich habe jetzt 17 drauf. 18. Wegen einem Ball wird es am Ende scheitern. 19. Ah, 5 Stück gehen noch. 20? Mach mal bitte das automatisch abladen aus dann. Wenn du den Y oder Z oder irgendwas. Y. Also 2 Stück gehen noch drauf. Nur dass du am Ende das letzte Ball ablädst, dabei kannst du mitnehmen eigentlich. Ja, lad mal ab bitte. Dankeschön. Ich muss gerade so ein bisschen. 23? Passt genau. Ja, komm, nimmst jetzt der 24. raus. Dann ist die Frage. So. Ja, ja gut, okay. Passt genau. Als ob mir jetzt 1% fehlt. Was? Bis der Ball voll ist, halt. Ja, vorne liegt noch ein Häufchen. Vorne liegen noch 2-3 Häufchen. Ja, ich hab genug. Okay, gut, aber dann das heißt, der wird jetzt gewickelt hinten, nimmst du mit. Perfekt. Passt doch genau. Wunderbar. Dann stellen wir mal die Ballen. Bringen wir im Januar. Ich keine Animation vom Wickeln, aber naja. Na ja, gut, okay. Angeschaltet. Kann gut sein, dass Ballen abladen. Januar. Ja. Nein. Doch. Oh. Januar bringt die am meisten. Das heißt, ich stelle die irgendwo auf dem Hof hin und stelle mir die da hin. Fertig ist. Die Frage ist nur, wohin? Ah, da oben ist irgendwo. Da sieht doch gut aus. Oh, das wird ein bisschen. Ach, scheiße, das ist ein Zaun. Ich wollte. Ich nehme auch die besten Einfahrten. Weil auf die Halle drauf fahren, gell? Ja. Das hatte ich mir auch schon gedacht, vorhin mal. Aber ja. Zaun. Jetzt hänge ich auf jeden Fall. Wieso hänge ich denn jetzt? Komm schon, Differenzialsperren. Komm schon. Guck mal, was für ein Einfahrt ich hier nehme, Alter. Ich bin hier unten vorwärts das Gebüsch durch und dann rückwärts in die Einfahrt rein. Das sehe ich gerade gar nicht, hä? Ich blind. Ich bin genau hier vorne, hallo, auf der oberen Ebene. Bist du jetzt? Ach, da. Ich war gerade irgendwie ein bisschen blind. So, stell dir mal die da ab. Diesmal stehen sie auch gerade, weil der Boden sieht ziemlich gerade aus. Nicht so wie letztes Mal, dass es gerade aussieht und dann plump, plump, plump fallen sie alle um. Ja, alle waren es ja nicht. Ja, aber sieht nicht. Passiert da noch was? Ja, warum? Worauf wartest du? Dass ich ihn da vorne hinten dran legen kann. Wow, also eben wir sehen besser ausgesehen. Mal hier rum. Da vorne ist ein Berg.
Ah, wunderbar. Perfekt. Passt wie eine 1. Oh, sag mal. Jetzt blöd zurück, man zählt jetzt wieder leck wie Sau. Und ist eben wie der Tag, das nicht rückwärts war. Ne, passt nicht. Ach. Ach. Einfach nur Knallgas zurück. Knallgas. Oh, Mann, nein, ich hab keine Lust mehr dazu. Ich hab das halt auch nicht großartig hingekriegt. Also. So, schön. Nehmen wir den Schwader so, dass wir beides ausholen können. Noch alles perfekt. Wunderbar. Jason Bier, ja! Hey! Was machst du denn da? Eingeparkt. Er steht wieder. Ach Mann. Steht im Regal. Ah, gut, ich komm wieder raus, okay. Alter. So, noch einmal. Und Sprung. Auf. Und. Hey! Steht. Aua. Ich stehe genau in der Laterne drin. Komm wieder her. Komm mal. Siehst du mich? So unfähig. Wie kann man nur so unfähig sein, ey? Hallo, ich hänge fest. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht. Soll ich dich bedauern oder was? Kann ja trotzdem zusehen. Ich hab eine Laterne auf dem Kopf, ich bin eine Laterne. Nee, ich hab eine Laterne auf dem Kopf, ich bin ein Pfosten, genau. Oh, nee. Bitte vorwärts sein. Ich hab einen Laternenofen, komm, ich bin Pfosten. Ach nee. Du bist ein Pfosten, was? Aber sowas dann, gell? Eieieiei. So. Bumm. Zack, zack. Passt. Mach das Tor noch zu. Ist das normal, dass die Tore so langsam fahren? Wahrscheinlich schon, gell? Musst du halt mal. Ach nö, das passt schon so. Bisschen mehr Strom dran hängen. Ja, so stark Strom. Bumm, ja, fliegt das deutlich. Vollgas und ab in unser Haus reite vorne. Ich denk mal, dass die so oder so mit stark Strom betrieben werden. Mal nehme ich schon so, gell? So, gut, dann bleiben wir zu schauen. Lasst dann, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Abo da lassen. Nicht zu verpassen. Und dann bis dahin. Tschüss.